Hallo, hier ist wieder Xi. Mit ja, dem letzten Durchlauf fast schon gut gerettet, ne? Mit dem letzten Durchlauf des Spiels Lilith Wars. Ein drittes und letztes Mal werden wir uns durch dieses Spiel spielen und diesmal wollen wir die schwierige Route machen. Die schwierige Route, ja. I'll do my best. Das wird jetzt interessant. Ich meine, jetzt geht's halt darum, die ganzen Geheimmissionen zu schaffen. Das heißt, die Geheimmissionen. Es gibt halt jetzt, es gibt eben jetzt in jedem Level, das wir machen. Ein Zusatzziel, das es zu erreichen gilt. Mhm. Und ja, diese ganzen Ziele. Später geht's primär darum, eine bestimmte Menge an Gegnern zu erledigen. Hier in Corneria allerdings. Ja. Gibt es etwas anderes, was wir tun müssen? Das hier ist etwas komplizierter. Wenn man weiß, was man zu tun hat, geht's. Aber, also ich sag mal, es ist eine Sache, die an für sich doch recht auffällig ist. Aber ich mache niemandem einen Vorwurf, der es übersehen hat. So. Ui, ja, Bremse. Oder Looping. Wahlweise. Was ich auch noch erwähnen möchte, theoretisch hätte Lilith Wars in Star Fox 64 noch einen sogenannten Profi-Modus. Also einen höheren Schwierigkeitsgrad. So. Hier. So, gut, das war wichtig. Falco muss überleben. Das ist das eine, was wir machen müssen. Nee. Und dann haben wir gleich noch eine Sache zu machen, die ich vorher auch tunlichst vermieden habe. Da muss ich aber tatsächlich erstmal nachschauen, dass ich das tatsächlich nicht tun darf. Und zwar geht es um diese Bögen hier. An und für sich eine Sache, die so recht auffällig ist aber. Genau. Jetzt sagt er nämlich plötzlich, wir sollen ihm folgen. Und... Yep, hier ist nämlich ein Geheimgang. Den kriegen wir aber nur, wenn wir Falco erstens retten und wenn wir durch diese ganzen Bögen durchfliegen. Und irgendwann hat es bei mir so angefangen, dass ich tatsächlich nur noch hier durchkam und ehrlich und nicht wusste, wieso. Irgendwann war es bei mir tatsächlich so, dass ich hier immer wieder durchflog und einfach nicht wusste, wieso. Irgendwann hatte ich nur noch diesen Geheimgang hier. Und dafür bekommen wir... auch einen geheimen Boss. Ja, und dieser Boss hier ist tatsächlich ein Easter Egg, könnte man sagen. Denn dieser Boss... Tauchte schon in einem früheren Star Fox Spiel auf. Boah. Naja,
Und sobald da alles erledigt ist, wenn mir meine Leute nicht die ganze Zeit vor der Nase herumfliegen würden. So, jetzt hätte er noch geschossen, aber. Ach ja. Das war dieser Boss. Und ja, wie gesagt, die alternative Route auf Cornaria. I'm fine. You okay over there, Fox? Ich hoffe, dass der Ton bei euch nicht ganz so sehr knackt. Ich glaube, das liegt mittlerweile eher an den Kopfhörern, dass zwischendurch der Ton knackt. Naja. Mir kann es egal sein. Diese kleinen Knackser stören mich nicht, aber wenn es im Video drin wäre, wäre es schlecht. So, hier haben wir einen weiteren Sektor, Sektor Y. Und wie wir sehen, da explodiert einiges, da ist auch einiges los. Und ja, da gehen wir nur hin, weil wir nun auch hier hin dürfen. Sonst hätten die Route nicht bekommen. Fox, we're under attack. Help us out here. I'm on my way. Genau, Krawall im All. Tja, und auch hier wusste ich lange Zeit nicht, was ich hier eigentlich richtig gemacht hatte, wenn ich hier weiterkam. Und tatsächlich... Tatsächlich geht's bei diesem Level hier... Tatsächlich geht's hierbei darum, ich meine, dass es hier nur, in Anführungszeichen nur, 100 Gegner sind, die wir erledigen müssen, um weiterzukommen. So, wo gehen wir lang? Hier lang? Komm, 100 Abschüsse, das müsste doch zu schaffen sein. So. The enemy coming from behind. Konnte ich die nicht zerlegen oder wo lag das Problem? Verdammt! Komm schon! Na dann! Da wäre einiges möglich gewesen, aber irgendwie... Ich wollte gerade sagen, das war's doch bitte noch nicht. Komm schon. 100 sind nicht zu viel verlangt. He's quick, be careful.
Ist okay. We're gonna break through that fleet. You're becoming a better... Entschuldigung, wenn ihr mir vor der Nase rumfliegt. So. Jetzt müsst's aber passen. Hoffentlich. Ja. Danke. Jetzt müsste aber alles gut sein. So. Haben wir unseren Boss. Oder besser gesagt unsere Bosse. Die aber auch wieder relativ gut und schnell umfallen. Das ist doch irgendwie zu einfach, diese zwei Roboter. Oder? So. Klar. Mensch. Richtig, die haben ja gar nicht mit uns gesprochen. Da kommt noch einer. So. Großer Sprücheklopfer. Aber ich glaube, eine kleine Sache kann ja den Boss zeigen und möchte ich auch zeigen. Mal schauen, ob er was macht. Na komm. Komm schon. Na komm, du doofer Boss. Mach das, was ich von dir erwarte. Der mag nicht, hm? Nee. Ne? Nee, der macht einfach nicht. Gut, dann machen wir dich halt platt. Der hätte sich theoretisch noch auf sein Schiff begeben, aber... dann eben nicht. Der hätte sich theoretisch noch auf die Platte auf seinem Schiff begeben können und von da aus weiter angreifen. Aber gut. Und er hat Mission erfüllt, nicht beendet. Sehr schön. So, ja, wie gesagt, das hier... von dem hier wusste ich ewig lange nichts, was ich hier zu tun habe. Ich nehme an, die nötige Anzahl an Abschüssen, um hier die Medaille bzw. den Orden zu bekommen, das wären wahrscheinlich 150. Ja, hätte ich an der einen Stelle von den Robotern mehr erledigt, die da statisch waren, aber irgendwie hat meine Bombe die nicht erledigt. Naja, das Wichtigste ist, wir können die rote Route weiterführen und gehen nach Aquas oder Aquas. Und das ist ein ganz besonderer Planet. Mhm. Eine weitere Eigenheit des Spiels. Star Fox, I want you to take out the enemy bioweapon. Yes, sir. Deploy the Blue Marine. Mhm. Wir kriegen hier nämlich wieder ein neues Gefährt gezeigt. Das Blue Marine.
Ein Gefährt, welches, ich weiß nicht, ob ich leider sagen soll, nur hier vorkommt. Ich habe neulich mitbekommen, dass sich hier dann über die Bildrate beschwert wird. Ich meine, ja, das Spiel läuft bedeutend langsamer. Das sehe ich. Ah ja. Hiermit können wir nicht aufladen. Ah ja, wobei. Vielleicht verstehe ich doch ein bisschen, was das Problem ist. Jedenfalls, um hier weiterzukommen. Müssen wir ebenfalls wieder eine gewisse Menge an Abschüssen erzielen. Dieses Mal müssen es aber, wenn ich mich recht erinnere, 150 sein. Muss nur daran denken, dass auch Umgebungsobjekte in diesem Level hier relevant sind. Ging's da nicht durch? Ach, stimmt, das war's. Mein Gott. Stimmt, die Torpedos hatte ich unendlich. Hier wollten wir auf die. Wow! Look at that! It's beautiful! Da drauf losgehen. Ja, ihr seht jetzt hier nicht sonderlich viel. Das ist bei mir aber nicht anders. Das ist aber letztendlich, wie ihr gehört habt, das Thema des Levels. Damit geht es nicht, oder? Nee. Sehr gut. Ja, selbst mit dem Ding kann man, wie auch immer das physikalisch möglich sein soll, eine Fassrolle durchführen. So, immer schön die Algen mitnehmen. Die Korallen. So. Wieder mehr Korallen. So, weg mit dir. Vorsichtig sein. Aha.
wir das jetzt hier hinkriegen, ich weiß es nicht. Ah, Gott. Das sind aber noch keine 150. Ja. Guck mal. Eine gigantische Muschel. Das gilt nicht als Abschüsse. Ernsthaft. Yep, das ist das, was wir machen müssen. Wir wollen bei diesem Gegner diese beiden Streifen loswerden, die ganz offensichtlich alles zusammenhalten. Und darüber hinaus aber auch noch die Dinger hier oben, die die ganze Zeit diese Seeschlangen freilassen. Ihr seht aber, der Boss nimmt noch keinen Schaden, dementsprechend haben wir es hier wieder mit so einem Boss zu tun, dem wir erstmal sämtliche Einzelteile zerlegen dürfen, ehe wir ihn direkt schädigen dürfen. Ach ja. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ich mag die Bossmusik. Diese Bossmusik ist einfach großartig. So, ja, sind die oberen Teile weg. Dementsprechend können wir uns jetzt hier in aller Ruhe um das Innere kümmern. Ah, und ich sehe gerade, ja, wir sind jetzt auf 100 hoch, aber ich glaube, dass ich meine gelesen zu haben, dass es 150 in diesem Level waren. Bin ich dabei. Bis sie leuchten, warum auch immer sie leuchten, wenn sie schwach sind. Yep. Jetzt können wir ihn direkt angreifen. Jetzt legt er aber wirklich los mit seinen Perlen. Muss aber sagen, es sieht echt interessant aus, wenn dieser Boss Schaden nimmt, wie der einfach dieses komplette Gerüst dann plötzlich rot blinkt. Ah, da muss schon ein Torpedo zum Auge gelangen. Alles andere macht keinen Schaden. Ich find's echt schade, dass diese Perlen keine Abschüsse geben. Ansonsten könnte man sich die hier richtig schön zusammensammeln. Na, wir werden gleich sehen, ob es genug war. Vielleicht waren es ja doch nur 100. Ich hoffe. Ich würde gerne die Route weitermachen. Und sonst müssen wir halt in der nächsten Folge nochmal hier ran. Wir werden sehen. We're preparing to dock. Und vielleicht. Blue Marine came through. Thanks a lot, Peppy. I'll take the sky any day. See, Falco, you too. Schon ein bisschen traurig, dass Slippy das Kompliment tatsächlich angenommen hat. Aber naja. Das war's mit der Mission. Da ich gerade nicht aufgepasst, stand da beendet oder erfüllt? Naja, wir sehen es gleich auf der Karte, ob wir weiter können oder nicht. Na? Und? Oh, wir dürfen weiter. Okay, 100 haben anscheinend doch gereicht. Puh, gut. Ich machte mir Sorgen.
Das nächste Level wird allerdings von der Aufgabe her auch nicht unbedingt viel einfacher, aber mit diesen drei Planeten soll es das dann für diese Folge gewesen sein. Beim nächsten Mal machen wir die nächsten drei und tja, dann das kleine Finale. Vielleicht hänge ich aber dann an das Finale einfach für das Fazit dann gegebenenfalls noch eine kleine einfache Runde ran, einfach nur um euch die Lilith-Stimmen dann mal zu zeigen. Ich wollte es ja eigentlich bei der mittleren Rose gemacht haben, habe ich eh schon mal erwähnt, aber dann machen wir das halt so. Aber auf jeden Fall mal in der nächsten Folge dann an dieser Stelle weiter mit der schwierigen Route in Lilith Wars. Ich bin Exi, bis dann, Leute. Ciao.